Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Astra, dem Flo, dem Bunny, dem Michael, dem Paul, dem Uwe und dem Toledo. Ein wunderschön. Hallo. Hallo. Wunderschön. Servus. Uwe? Darf ich den Katana vor dem Verkauf noch neu lackieren? Nein. 80.000 Euro lackieren. Alter! Boah. Die haben am Lack gesoffen, wa? Alter, ich glaube, anders kann ich mir nie erklären. Die müssen irgendeine Sucht finanzieren. Möchtest du das Maisgebiss behalten, Uwe? Das ist doch das Große, oder nicht? Ja, also, ich hätte das Team Chaos von Krone auch an den neuen Häcksler gehangen. Weil das ist ja sehr verschlissen. Aha. Aber... Bunny, was machst wer sagt denn, dass wir einen Krone kaufen? Weiß ich noch nicht. Ich hab die falsche Seemaschine. Ja, vor allem muss dieses Feld nicht neu angesät werden. Das muss nur gedüngt werden. Okay. Also, aber das geht erst morgen. Hä? Wir wollten noch was anderes drauf machen. Nee, die 13 soll Ackergras bleiben. Ah, gut. Ich hätte nur mal eine Frage. Ja, frag mal. Was soll's denn werden jetzt? Also. Der Team Chaos Häcksler, oder? Ist dem so? Das wäre ja definitiv dann nur der Krone. Ja, genau. Es gab noch keine Gegenstimmuhr. Ich habe damals schon den 9000er in den Raum gestellt. Ich stehe da immer noch drauf. Der hat auch 970 Pferdchen. Auch den nehmen. Also 9900? Sagt ihr es mir? Also, mir soll es egal sein. 9900, nimm schön Breitreifende dazu. Ich schau mal in die Feldhäcksler rein. Schönes John Deere 93 Plus. Aber dann mit Komfort-Zusatzfahrwerk. Ist jetzt die Frage, wollen wir halt mit 10 km/h häckseln oder? Ja. Gut. Die Frage ist, haben wir die Abfahrlogistik so massiv stabil, dass wir den Großen überhaupt versorgen könnten? Dann kann es auch gerne der John Deere werden. Naja, ich würde den John Deere normal nehmen, aber mit schön langem Rohr und sowas. Ich muss gestehen, ne? Ich habe mir gerade den Krone gemacht und der sieht mit allen, alles schwarz, bis auf die Designfarbe in Glasgrün, sieht der schon ganz sexy aus. Selbst den Feuerlöscher und den AdBlue-Deckel in schwarz? Ja, selbst den Feuerlöscher und den AdBlue-Deckel in schwarz. Also da gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich mag das Glasgrün auf dem ganz gerne. Es gibt ein paar Farben, wo er mir sehr gut gefällt. Was wird denn... Ach, das wird alles Glasgrün? Und das andere hast du Jet-Schwarz, oder? Das andere habe ich, genau, Jet-Schwarz genommen, ja. Es sieht schon irgendwie nice aus. Selbst wenn du dir das Ding anguckst in diesem Lila, ne? Hat er irgendwie auch was. Ich würde es nicht in Lila kaufen. Aber. Lila Metallic, meinst du? Nee, nur. Achso, Lila Metallic gibt's auch. Nee, ich hatte nur das normale Lila. Oh. Karmesinrot sieht auch ganz sexy aus. Das Böckmann. Boah, ich glaube, ich würde das Böckmann blau, glaube ich, nehmen. Dieses. Gefällt mir gut. Wollen wir einen Böckmann blauen Krone-Häcksler haben? Ich dachte, wir sind jetzt gerade beim John Deere gewesen. Ja, die Farbwahl hat ihn dann wieder über... Die Farbwahl hat mich leider abgeholt. Also komplett Böckmann blau oder... Nee, nur die Designfarbe. Der Rest, muss ich gestehen, bin ich echt so ein Kontrasttyp in schwarz, ne? Dann los. Also ich kann sonst auch die Hauptfarbe in weiß... Oh, weiß sieht scheiße aus. Sorry, nee, weiß geht nicht. Ey, das sieht geil aus, tatsächlich. In weiß? Nein! Das schwarz und blau, Mann. Ach so, Entschuldigung. Ich kann nicht so schnell durchkonfigurieren, wie du die Farbkonfigs durch die Gegend wirfst. Na komm, Uwe. 10k, machst einen Bunker mit rein und drückst das Knöpfchen. Schön Breitreifen bitte, gell? Warte, Breitreifen hat er, Kappa hat er, in Laderohr ist aber Standard, ne? Das lange brauchen wir nicht. Soll ich als Abfahrer kommen? Na, mach das lange drunter. Nee, warte. Toledo? Hä? Geh mal bitte auf das lange Laderohr und mach mal die Farbkonfig. Okay. Wir nehmen das normale Rohr. Wir nehmen das normale. Ich muss da mal einen Bugfix machen. Ja, alles gut, das ist ja nicht schlimm. Aber ich hab's gerade gesehen und dachte, oh, das ist komisch. Kann sein, dass mir da was durchgegangen ist. Ja, oh Gott, das war nicht böse gemeint, ne? Das war völlig normal. Ja, ist ich halt, ne? Sie sind's auch. Ich hätte noch eine Frage. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, ne? Ich würde das lieber mit euch machen. Aber bei dem X-Collect, Hauptfarbe schwarz oder Hauptfarbe Böckmann?
Ich finde das Schwarz Hauptfarbe und die Designfarbe Böckmann sieht ganz gut aus, aber könnte auch zu viel sein. Ich glaube, es gefällt mir so besser. Braucht ihr dann noch da einen Abfahrer? Dann komm ich auch noch hoch. Ich tue mal das Knöpfchen. Ich weiß es nicht, Manni, ob für den Donner jemand gebraucht wird. Warte, bleib mal stehen, klapp mal bitte auf. Ich muss jetzt erstmal hier. Also hier stehen zwei, drei bräuchten wir auf jeden Fall. Also ich stehe noch beim Händler mit LKW und Anhänger. Ah, okay. Ihr denkt aber dran, dass ihr auch ins Fahrsilo müsst, ne? Ich fahre das in den Fermenter. Fermenter muss ja auch erstmal voll gemacht werden, ja, aber wir können es ja aufteilen. Man muss ja nicht mit ganz vielen Drehschemel dann von Anfang ins Fahrsilo zu fahren. Ja, aber in den Fermenter müssen auch knapp 700.000 Liter. Also Flo, danke, kauf ich so. Abflug. Wollte nur wissen, ob die Farbkonfig mit dem blauen Zinken vorne gut aussieht. Mir gefällt es. Ich hoffe, euch auch. Ihr habt mir gerade keiner gesagt, welche Farbkonfig ihr besser fandet. Ja, ich war nicht so schnell, deswegen ja, guck mir die Konfig jetzt mal an. Du kannst sie ja gleich auf dem Feld sehen. Achso, apropos Exi. Feld. Sexy. Aber die Schneidwerksgeschwindigkeit hast du jetzt in normal genommen, oder? Nein? Okay, wir brauchen auf jeden Fall alle anderen. Entschuldigung, ich habe mich gerade an einem Lumpf verschluckt. Was hast du gefragt? Nein, also wir fahren gleich mit 20 übers Feld, ja? Ihr habt echt gerade so einen Kratzen, Malz. Ich würde dir gerne antworten, kann ich aber nicht. Ja, es ist ja gut. Gleich. Also wir brauchen ja Abfahrer. Ich hab 20 tatsächlich eingestellt. Achso, warte, ich muss noch weiter, damit der Hexe auch durchkommt, ne? Ich hab mal vorgespannt. Jetzt fahren wir doch nicht hinten rein. Glasanhänger. Entschuldigung. Was? Ich hab einen kleinen Riesentraktor mit Glasanhänger, du kannst auch abfahren. Mach das. Kleinen Riesentraktor? Sag mal, kommst du jetzt mit dem Rigi-Truck oder was? Ja, ich hab so einen kleinen Glasanhänger hinten dran. Wenn du so einen Abfahrer baust, setz dich hier mit ein. Mal gucken, wie weit er kommt. Was häckseln wir überhaupt? Mais. Oh, 7, gell? Ganz kurze Frage. Ach ja, Ja, genau. Wurde schon gekauft. Okay. Hab ich. Lässt du den Anhänger wohl da hinten dran? Behalten wir das Feld oder ruppen wir es nur runter? Keine Ahnung, behalten. Aber Flo, lässt du den Anhänger bitte hinten dran? Der soll dranbleiben während dem Häckseln. Ich dachte, jetzt Häckseln ist vielleicht nicht schlecht. Dann nee, lass ihn dran, weil dann. Dann nimmst du das Siliermittel direkt da raus. Dann brauchst du nicht ständig hin und her fahren zum Auffüllen. Weil da ist so ein kleiner unsichtbarer Schlauch dran. Deswegen füllt er das immer direkt in den Tank nach. WLAN. Uwe, fahr los. Also, der richtige Uwe. Ja, ich wollte gerade sagen. Der graue Uwe. Ja. Der graue Uwe sollte nicht gemutet sein. Besser ist manchmal, ja. Ja. Und dann fährt der Uwe 1 hinterher, dann fahre ich hinterher und so weiter. Wie schnell fahren Sie jetzt denn nach vorne 15. her? Warum 15? Doch mal langsam. Gib Kniegas. Der ist ganz bezahlt. Bar. Der wurde bar bezahlt mit Sonderlackierung. Wenn wir schon so viele Abfahrer dazu haben, dann... Level 15. Ja, nee, jetzt soll ich ja 20 fahren. Hopp. Oh, toll. Vor allen Dingen, Alter, Uwe, wenn vollgeballert gerade. Gut, ich weiß, das Rohr hat sich entladen, aber holla Moment, die Waldfee. Moment, ich komme nicht hinterher. Also wenn der Flo sieht, dass er leer wird oder dass er voll wird, dann kann er ja stehen bleiben. Das ist ja das Schöne bei dem Häcksler, du siehst, wann das Rohr voll ist. Kannst du auf dem Weg bleiben, Uwe? Reicht das von der Wurfweite bestimmt, oder? I do my very best, Miss Sophie. Ja, das sieht cool aus. Hey Uwe, du sagst Bescheid bitte, ne? So 90. Oh, das ging schnell. Wie gesagt, der hat ja durch 10k Bunker Zeit zum stimmt. Drehen. Das stimmt. Und voll. So, wo fahre ich jetzt am besten lang? Drehen. Drehen am besten, ja. Wenn denn.
Wenn denn, wenn möglich, ja genau. Wenn denn drehen. Es gibt eine Stadt Wenden. Gibt hier auch einen Ortsteil. Der ganze Landkreis, der nennt sich Wendland. Nee, es gibt ein hier also in der Nähe einen Ortsteil, der nennt sich Wenden. Ist dem so? Nee, Braunschweig Wenden. Wir haben bei uns in der Ecke einen Ort, der heißt wirklich Wenden und der steht auf dem Autobahnkreuz mit drauf. Uwe, wer ist das in Silo? Dafür. Ja, ja. Der Menta? Deswegen heißt ja auch Einsatz in vier Wenden. Ja, ich fahre auch im Wend bei Menta. Ja. Die anderen beiden können ja Silo fahren. Genau. Nein, und mein Fahrlehrer hat das damals in der Fahrschule gemacht, weil du kannst ein Autobahnkreuz auch nehmen, um zu drehen. Nimmst halt die zweite Abfahrt und dann fährst du die ganze Zeit im Kreis, bis du gedreht hast. Ja, fährst die Schlaufe, genau. Kleeblatt. Genau, und bei dem Kreuz war es halt so, da wurde immer gedreht bei der Autobahnfahrstunde und dann wieder zurückgefahren. Irgendwann fragte mein Fahrlehrer mal einen Fahrschüler, wo fahre ich denn runter am Autobahnkreuz, wenn ich drehen möchte? Und darauf sagte er, ja, ist doch ganz einfach, steht doch dran, steht doch Wenden dran. Ja, aber es ist nur bei diesem einen Autobahnkreuz so. Ja, gut, wenn du halt die Stadt nicht kennst, nicht connectest, dann ist das natürlich echt geil. Er steht da doch dran, wo ich wenden muss. Das ist schon cool, ja. Kann jemand den Rigi-Traktor aus dem Mais holen? Er verschwindet ja da drin. Gut, dass er die Rundumleuchte anhat, sonst wäre echt eng, ne? Oh, den hab ich gerade gesehen. Ja, den siehst du auch nicht. Der Mais ist höher als der Traktor. Bin auch gleich wieder fertig. Sieht lustig aus. Ja. Da wir gerade das ganze Sexelgut. Ja, ist alles gut. Ich bin ja schon wieder fertig. Soll mich nicht stören, genau deswegen. Ich bin schon wieder voll. Das bisschen, was er da holt für seine Hamster zu Hause. Ja, ich denke, das erinnert mich an diese ganzen Wheels mit den Kindern und ihren kleinen Trettraktoren, wo der Häcksler mal kurz durchhaut. Oh, das sieht schon geil aus, der Mais. Der Häcksler fährt 2 Zentimeter vor, der Traktor ist komplett im Häckselgut versunken. Ja, genau. Und die Kinder freuen sich wie Bolle, das ist immer so schön. Kennt ihr das Reel, wo die mit dem Buggy über den Maishaufen fahren, der Radler der einfach mal so eine Schaufel überwirft? Da habe ich auch nur gesagt, das könnte mal ein Freundeskreis sein. Sowohl die einen, die mit dem Buggy über die Maisplatte fahren, als auch die anderen, die mit der Silage werfen. Ich bin mich verfolgt. Ja, ich habe gerade nur nach links geguckt. Und hab die Einfahrt genommen. Du achtest aber auf deine 10K da unten, ne? Ja. Gut. Danke, Michael. Pass dich erstmal durch. Bin zu schnell. Easy, alles gut. Das passt schon. So. Ich fahre es direkt Richtung BGA, ne? Ja, ab ins Fahrsilo. Alle, die rückwärts fahren können, Fahrsilo. Yeah, Moment, rückwärts fahren können, dann fahre ich es doch auch in den Fermente. Danke für diese erhellende Botschaft. Kann die kein Drehschirmlamm fahren. Voll. Das ist kacke. Wenn man Tempomat bei 20 reinmacht, braucht man sich nicht wundern, warum man kurz langsamer wird, ne? Ich wundere mich, mein Tempomat. Jetzt geht mein Tempomat wieder. Ich hab mir gedacht, hä? Warum geht mein Tempomat nicht? Aber der Uwe kommt mir entgegen, ne? Ja. Bleib mal stehen. Ja. Danke. Oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass du da stehen bleibst. Bleib mal stehen, zack, in die... Ja, aber dass er sich auf meine Spur stellt. Ich habe hier heute Abend so, keine Ahnung, Rucks und Lecks und...
Ja, ist ein bisschen unrund heute, muss ich sagen. Das geht mir ich habe halt damit gerechnet, dass er auf seiner Spur stehen bleibt und ich auf meiner dann an ihm vorbeischießen kann, wenn ich um die Kurve komme. Und ich komme halt um die Kurve und sehe den auf meiner Spur und bin ausgewichen und damit auf der Leitplanke gelandet. Ja, aber ich wollte ja nur, dass ich bin ja schon Ende zurückgefahren, damit du überhaupt rumkommst. Ja, ja. Nur das war ein bisschen Schock gerade. Fährst du noch eine Runde rum? Ja, ich fahre noch eine Runde rum. Und da seid ihr im Rumkugeln. Ja, jetzt im Uhrzeigersinn. Lustig. Ich hab gerade Micha gesehen und dann auf einmal kam der Silohaufen dazu. Seh so Micha rückwärts fahren und dann puff kommt der Haufen. Hat mal jemand ausgerechnet, wie lange es dauern würde, wenn Micha mit dem Regitrag alles verdichten müsste? Wie soll man das denn ausrechnen? Ein Wochen zum Beispiel. Hallo, ja, dein Vorderreib steht noch was. Oh, Alter, der LKW und ich, ne? Manchmal. Ihr werdet keine Freunde? Ja, manchmal ist die Lenkung ein bisschen zu direkt und manchmal wünsche ich sie mir schneller und ich komme noch nicht mit der Lenkung manchmal. Honey, wie voll? Das wird schön. Voll. Sei da, da hinten sei da. Doch, der Micha fährt doch kein Rigitrack mehr. Ja, kein Sinn. Warum nicht? Sehr lustig aus. Ja. Aber ich glaube, mit den vier Abfahrern sind wir gut bedient. Ja, definitiv. Der Uwe und Uwe sollten ja jetzt auch beide schon wieder da sein. Ja, ja, Uwe ist da. Der wird schon ready gemacht und ich bin gerade hinten angekommen. Ja, und ich bin jetzt auch wieder auf dem Rückweg. Money kommt mir auch gleich entgegen. Ah, da waren. Vielleicht brauche ich ein paar Minuten länger. Alles wird gut. Was hast du gefunden? Zaun. Okay. Ich würde sagen, während Toledo kurz den Zaun vom Nachbarn hoffentlich repariert, sind wir für den Moment erstmal fertig. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne das Däumchen nach oben nicht vergessen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Achtung, gegen